Welche Aufgaben hat eigentlich ein Online-Marketing-Manager? Bevor wir zu dieser Fragestellung übergehen, erstmal herzlich willkommen hier aus Lilsand, aus dem Westen von Finnland, hier direkt schön an den Stränden dran, gegenüber quasi vom Botnischen Meerbusen. Hier liegt Schweden. Ich bin hier noch im finnischen Bereich und ja, habe diese Fragestellung für dich vorbereitet und insgesamt 16 Aufgabenbereiche von Online-Marketing-Managern herausgefunden, die ich gerade mal mit euch teilen möchte. Man muss festhalten, dass ein Online-Marketing-Manager-Job ein sehr breites Aufgabengebiet abdeckt, was man bewältigen muss. Und je größer so ein Unternehmen ist, wo man als Online-Marketing-Manager tätig ist, desto spezifischer sind natürlich auch die Tätigkeiten. Ansonsten muss man sehr breit und flexibel aufgestellt sein als Online-Marketing-Manager, weil eben die Tätigkeiten sehr anspruchsvoll teilweise sind und natürlich eine ganze Menge an verschiedenen Tätigkeiten, wie man jetzt gleich sehen wird. 16 Stück an der Zahl. Vorab noch, ein Online-Marketing-Manager wird auch als Digital-Marketing-Manager heutzutage genannt. Nur nochmal einen synonymen Begriff dafür. Tätigkeit Nummer 1. Ja, du verwaltest Online-Marketing-Kampagnen wirklich von A bis Z inklusive Kennzahlenanalyse. Zweitens, Steuerung der Google AdWords-Konten und der Facebook-Anzeigen-Konten, Facebook-Werbeanzeigen-Manager, das gehört ebenfalls dazu. Drittens, Wettbewerbs-, Markt- und Nischenanalysen, auch ein wichtiges Teilgebiet. Viertens, die Konzeption von Landingpages, Verkaufsseiten und Marketingseiten aller Arten. Dann fünftens, E-Mail-Marketing und Newsletter-Marketing, um Leads zu generieren und diese dann Schritt für Schritt in Kunden zu verwandeln. Auch ganz wichtig. Dann sechstens, besonders in kleinen Unternehmen macht der Online-Marketing-Manager auch Social-Media-Marketing-Tätigkeiten. Also agiert quasi als Social-Media-Manager sozusagen. Siebtens, bist du verantwortlich als Online-Marketing-Manager für Content-Marketing, also auch Blogbeiträge schreiben, erstellen, vielleicht auch anpassen und Content-Curation auch, also Blogaufbau, Werbetexte verfassen, Anzeigen erstellen, das gehört alles dazu, sowie die Koordination mit externen Agenturen und Redakteuren, also wenn es wirklich um Content-Marketing auch geht. Achtens, ganz klar natürlich auch Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Marketing, Search Engine Advertising gehört dazu, auf jeden Fall. Dann haben wir neuntens auch Affiliate-Marketing-Konzepte mitgestalten, Partnerprogramme, Vergütungsmodelle etc. Zehntens Online-Shop-Aktivitäten, das heißt auch, du bist auch mitten im E-Commerce sozusagen mit drin, auch eine wichtige Tätigkeit. Elftens, ganz wichtig, natürlich die Neukundengewinnung im Internet, logischerweise auch. Also nicht nur die Betreuung bestehender Kunden oder wichtiger, großer Kunden, sondern auch die Gewinnung neuer Kunden über Internetmarketing. Zwölftens, digitale Infoprodukte erstellen und vermarkten, auch ein ganz wichtiges Feld, was immer mehr an Beliebtheit gewinnt, also auch Coachings, Videoschulungen etc. Dann 13. Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit. Du präsentierst das Unternehmen nach außen als modernes, auf Online-Marketing setzende Strategien, agierendes Unternehmen quasi. Also es gehört auch dazu, diese Unternehmenskommunikation im digitalen Marketingbereich. Nummer 14. Deine Tätigkeit ist auch die Aus- und Weiterbildung von deinen Mitarbeitern und oder Kollegen, um, wenn du ein spezifisches Wissen hast, das auch entsprechend weitergibst und dein Team ja auch entsprechend aus- und weiterbildest. Dann 15. die Conversion-Optimierung natürlich. Also das heißt auch der Umgang mit der Webseite, wie die noch Conversion-fokussierter gestaltet werden kann, um eben noch mehr Profit aus der Webseite herauszuholen. Das ist auch der Punkt Nummer 16. Und der letzte Punkt dann, Webdesign. Das heißt, du musst natürlich auch mit dem Content-Management-System umgehen können. Zum Beispiel, wenn das jetzt WordPress ist, in ganz vielen Fällen auch, besonders in kleinen und mittleren Unternehmen. Und teilweise auch die Programmierung. Es gibt ja auch einige, die wirklich da in Programmierung, PHP, CSS ziemlich fit sind. Und das kann natürlich nicht schaden, wenn es dabei geht, um das Webdesign deines Unternehmens nach vorne zu bringen. Ja, das sind so die 16 Aufgaben, Tätigkeiten und Schwerpunkte eines Online-Marketing-Managers. Kann von Unternehmen zu Unternehmen extrem stark variieren. Und die einen haben ein weniger breit aufgestelltes Aufgabengebiet. Die anderen haben wieder ganz diese breite Palette, besonders in kleinen Unternehmen, muss man sich quasi überall mit einbringen, sage ich mal. Aber sehr spannend und interessante Tätigkeit.
Und wie gesagt, das waren die Aufgabenbereiche aus meiner Warte heraus gesehen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Welche Tätigkeiten habe ich jetzt hier vergessen? Was gehört unbedingt noch dazu? Oder welche Tätigkeiten, denkst du, ist mit die wichtigste von den 16 genannten jetzt? Ich bin auf euer Feedback gespannt. Viele Grüße hier aus Westfinnland am Botnischen Meerbusen. Ich wünsche euch alles Gute. Haut rein bei eurem Online-Marketing. Euer Christian Weckler. Ciao, ciao.